Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Unboxing, ein spezielles Unboxing und zwar zu meiner ersten richtigen Designer-Handtasche. Ich bin ganz aufgeregt, ich bin ganz gespannt, wie sie aussieht. Ich habe hier das Päckchen, das ist noch geschlossen und so weiter. Ich werde es mit euch zusammen öffnen und zum ersten Mal reinschauen. Ich habe erst jetzt eine Designer-Handtasche, weil erstens mal der Kostenpunkt super schweineteuer. Keine Ahnung, bei einer Designer-Handtasche muss ich mich auch irgendwie mit dem Designer identifizieren können, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich möchte einfach nicht irgendwas tragen. Ich bin zwar nicht so markenorientiert, sagt die mit dem Adidas-T-Shirt. Aber wenn ihr mich kennt, ich trage nicht viele Marken oder eigentlich fast gar nicht, meistens No-Name. Aber ich wollte doch eine Designer-Handtasche unbedingt. Das ist irgendwie wie so, ist nochmal so was Besonderes. Aber ich konnte mich eben nie entscheiden, beziehungsweise nie mit einer Marke identifizieren. Und das zweite Problem ist, ich kaufe auch kein Leder mehr. Von daher ist das nochmal sehr schwer, da Designer-Handtaschen zu finden, die nicht aus Leder gemacht sind. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine gefunden. Ich habe übrigens bestellt hier bei Fashionette Designer-Taschen online. Hier ist sie eingewickelt. Was glaubt ihr, was ich bestellt habe? Jetzt erstmal euer Tipp. Stella McCartney Tasche. Ich mag Stella McCartney so als Designerin. Ich mag ihren Style, also ich mag die Mode auch. Könnte ich mir das leisten, würde ich mir mehr solche Dinge kaufen. Und das ist jetzt ihre berühmte Falabella. Man sieht nichts. Moment, ich muss nur noch mehr auspacken. Sweet. Tada, hier ist das Prachtstück. Oh mein Gott, wunderschön, wunderschön. Wenn man das so sieht, denkt man zuerst, das ist Leder. Das ist kein Leder, das ist Stoff. Es hat aber so einen schönen Glanz. Sie verarbeitet ganz spezielle Materialien und meistens ist es auch wiederverwertetes, also recyceltes. Ja, das ist echt besonders an Stella McCartney. Innen ist es mit diesem Altrosa. Ich liebe ja Altrosa, das ist so meine Farbe. Auch das Seidenpapier ist so. So schön innen, aber ich zeige euch nochmal schöne Close-Ups, weil ich das wahrscheinlich nicht so toll halte jetzt. Hier sind nochmal, ist das Kärtchen drin, Original und so weiter. Hier steht auch, suitable for vegetarians. Mini-Toad Shaggy Falabella. Ich wollte zuerst diese Riesentasche, dachte mir aber wegen den Ketten wird das wahrscheinlich schwer sein. Gute Entscheidung, weil die ist schon recht schwer für eine kleine Handtasche. Das Tolle an der Tasche ist, man kann die auf verschiedene Weisen tragen. Hier gibt es nämlich noch so einen längeren Trageriemen, dann kann man die Crossbody tragen. Ich trage meine Taschen super gerne Crossbody. Einmal mit so einem Magnetverschluss und innen halt eine Tasche. Eigentlich nur eine Tasche. Made in Italy steht hier. Auch das hier ist kein Leder, ist aber super weich. Also die hat es echt drauf. Ne? Schwarz und die Kette ist Anthrazit. Genau, es gibt ja auch Silber, es gibt Gold, alles, aber ich finde dieses Anthrazit besonders cool irgendwie, weil ja, das andere leuchtet mir zu krass, das sieht ein bisschen gedeckter aus. Voll cool, gefällt mir sehr, sehr gut, oh mein Gott. Für mich ist das quasi mein frühzeitiges Geburtstagsgeschenk, das ich mir selbst gegönnt habe. Also ich gönne mir ja immer so einmal im Jahr etwas Größeres eben zum Geburtstag. Sollte man auch machen, beschenkt euch selbst und das ist jetzt einfach mein Geschenk. Frühzeitig. Ihr fragt bestimmt, was die kostet. Die kostet 645 Euro. Oh mein Gott, ich will es gar nicht hören. Hätte ich die Kohle, würde ich mir echt mehr von Stella McCartney kaufen. Ich mag auch diese Plattformschuhe, die sie hat, obergeil. Einfach so in ihrem, der Style, das ganze Design von den Klamotten auch und so. Ich bin sehr zufrieden mit der. Ich freue mich schon so sehr, sie zu tragen. Ihr werdet sie bestimmt sehr oft jetzt sehen, weil ich muss sie natürlich auch tragen, ne? Ich habe sie jetzt nicht umsonst geholt. Die ist schon schwer. Es hat schon ein krasses Gewicht dahinter. Also bedenke, die Riesentasche wäre wahrscheinlich zu krass. Vor allem, die ist mega, mega riesig. Das ist jetzt eine schöne kleine. Es gibt noch eine Tiny, aber die Tiny, die kann man nicht so umklappen. Ich mag halt diesen umgeklappten Look. Das ist jetzt die Tasche und ich bin glücklich. ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war nur ein kleines, wie gesagt, kleines, aber feines Unboxing. Ich liebe die Tasche jetzt schon und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert unbedingt meinen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen und weiteren Videos von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Also bis dann. Tschüss.